Hey Leute, um zur weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Und zwar gibt es mal heute wieder ein weiteres Video für euch. Und zwar geht es mal heute um die Theorie, dass der Tiltaurus demnächst durch den Cube zerstört werden soll. Und falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postbewertung und ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wie schon gesagt, reden wir mal heute über das berüchtigte Thema, dass der Tiltaurus durch den Cube zerstört werden soll. Und zwar gibt es eine Theorie, die ein bestimmter Reddit-User aufgestellt hat. Und zwar hat er auch eine Animation dazu erstellt, dass ja Tiltaurus zerstört werden soll. Und zwar hat er hierbei die Runen genommen. Und das sind ja die Runen, also diese Schriftzeichen oder Schriftsymbole, könnte man sagen, die jetzt der Zeit, also wenn der Cube sein Lager aufbaut, am Boden eingebrannt werden. Und zwar gibt es schon zwei davon. Es sind schon zwei Lager aufgebaut worden. Und zwar hat er eben diese Runen genommen, die ja auch in den Gamefights gefunden wurde, 8 Stück an der Zahl, und hat diese eben so angepasst, dass eben er diese Animation machen kann und dass sich eben Tiltaurus so ergibt. Und zwar werden wir uns aber kurz nochmal die Animation anschauen, dass jeder weiß, worum es hier hierbei geht. Und wie ihr in der Animation gesehen habt, passen sich diese Ruinen so an, dass es eben Tiltaurus gibt. Und eben in diesem Video möchte ich euch zeigen, dass eben diese Theorie, dieses Animationsvideo und generell dieser ganze Quatsch, dass Tiltaurus zerstört werden wird, einfach komplett sinnlos und falsch ist. Und ja, Leute, wieso glaube ich, dass Tiltaurus nicht zerstört wird, liegt einfach daran, dass es wirklich viele Gründe gibt, wieso Tiltaurus nicht zerstört werden sollte. Und zwar, erstens ist es nicht wirklich ein Grund, sondern es löst einfach diese Theorie auf. Und zwar sieht man auch in diesem Animationsvideo, dass eben diese Runen, die ja aus den Gamefiles kopiert worden sind und dann eben in dieses Animationsvideo eingefügt worden sind, die so angepasst wurden und so skaliert und so gedreht wurden und in so einer Reihenfolge gegeben wurden, dass ja eben sie so wirklich an Tiltaurus gepasst haben. Das sieht man einfach auch an dieser Animation, dass eben diese Ruinen wirklich gedreht, skaliert wurden. Es sind manche größer als andere. Denn es gibt auch ein paar Striche, die ihr bei dieser Animation seht, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Die sind irgendwo auf dem Berg oder so oder sind in einem Gebäude drin oder streichen ein Gebäude durch. Es gibt wirklich viele Striche, die eben überhaupt keinen Sinn ergeben. Daran sieht man auch wirklich, dass eben diese Runen einfach nur so angepasst wurden, dass sie eben so nach Tiltaurus angepasst schauen oder dass es so aussieht, dass wir das wirklich Tiltaurus treffen. Im Endeffekt könnte man das wirklich so machen, dass man wirklich jede Stadt dafür nehmen könnte. Man könnte es wirklich so drehen, so skalieren und so wirklich bearbeiten, dass man das über jede Stadt drüberlegen könnte, und man könnte auch sagen, dass Pleasant Park oder Shifty oder keine Ahnung, irgendeine andere Stadt zerstört werden könnte durch diesen Q. Und im Endeffekt sieht man hier auch eben, dass einfach diese Animation, diese ganze Theorie schon beim ersten Punkt einfach kompletter Quatsch ist. Zweitens stellt sich auch die Frage, wieso sollte überhaupt Tiltaurus davon betroffen sein? Wieso sollte Tiltaurus zerstört werden? Tiltaurus ist eine der beliebtesten Städte oder wahrscheinlich die beliebteste Stadt in ganz Fortnite. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum diese Stadt wegkommen sollte. Man kann dort trainieren, man kann dort wirklich viele Kills machen, man kann wirklich viele Sachen dort in dieser Stadt machen, und es gibt überhaupt, wie schon gesagt, keinen Grund, dass man Tiltaurus zerstören sollte. Zudem wurde ja auch in der letzten Zeit ein neues Haus dort gebaut, neben Main, das ja auch im Dev-Update zieht, auch mit dem nächsten Patch schon fertig sein soll. Und es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, warum dieses Haus und ganz Tiltaurus dann auf einmal wieder zerstört werden soll. Warum eben das alles zerstört werden soll. Das, wie schon gesagt, ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, warum ihr glaubt, dass Tiltaurus zerstört werden sollte. Aber meiner Meinung nach, es gibt überhaupt keinen Grund, dass eben diese Stadt davon betroffen sein soll. Also wie schon gesagt, ist meiner Meinung nach die Theorie einfach kompletter Schwachsinn, und das wurde einfach hier so hingerotzt und wurde einfach gesagt, ja, Tiltaurus ist davon betroffen, obwohl es einfach, wie schon gesagt, keinen Grund dafür gibt. Deshalb wollte ich einfach in diesem Video nochmal aufklären, dass Tiltaurus nicht zerstört werden wird und dass der Cube einfach was anderes, ganz anderes plant, oder dass Epic Games generell was ganz anderes plant. Wie es generell im Endeffekt dann weitergeht, was dann im Endeffekt passiert mit dem ganzen Cube und mit dem ganzen Event, was dann in Season 5 dann stattfindet, wissen wir es halt noch nicht. Es gibt noch keine anderen Gamefiles-Dateien, die irgendetwas darüber verraten. Das werden wir dann in den nächsten Monaten dann sehen. Aber ich wollte einfach mit diesem Video nochmal klarstellen, dass diese Theorie,
dieser ganze Quatsch um das Tele Tower zerstört werden wird, einfach kompletter Dreck ist. Und im Endeffekt, könnte man gut sagen, dass dieser Ersteller von dieser Animation einfach gebannt werden sollte.